Ich stelle die neue Gira-Taster-Schnittstelle für KNX vor. Sie ermöglicht eine komfortable Integration von herkömmlichen Kontakten und Schaltern in das KNX Smart Home System. Dazu wertet die Taster-Schnittstelle einfach die Kontaktbetätigung aus und sendet entsprechende Informationen an das KNX-System weiter. Beispielsweise ist es möglich, die Fensterzustände auszuwerten über die darin verbauten Read-Kontakte. Dadurch wird der Fensterzustand dann in der Gebäudevisualisierung angezeigt. Neu in den Produkten ist, dass wir nun auch Leckage- und Betauungssensoren damit auswerten können. Das ermöglicht es beispielsweise, Wasseraustritte an Waschmaschinen frühzeitig zu erkennen und dir als Anwender anzuzeigen. Oder wenn du Fußbodentemperaturen ermitteln möchtest, kannst du zum Beispiel über unseren Gira-Fernfühler angeschlossen an der Taster-Schnittstelle problemlos die Fußbodentemperaturen ermitteln. An den Aderenden der Kabel sind nun Aderendhülsen fest aufgebracht. Das vereinfacht dir als Installateur natürlich deutlich die Arbeit auf der Baustelle. Und auch die Leitungslängen, auf die die Kabel verlängert werden können, betragen nun 10 bzw. 30 Meter, abhängig von der Variante und den Installationsgegebenheiten. Dadurch erweitert sich natürlich die Flexibilität des Produktes deutlich. Die Taster-Schnittstelle nutzt dabei die sichere Kommunikation via KNX Secure und ist dadurch vollständig updatefähig. Das Produkt bietet dir eine große Funktionsvielfalt, welche auch noch durchgängig im Vergleich zu anderen Gira-Produkten umgesetzt ist, wodurch du dich sehr leicht mit dem Produkt wieder zurechtfindest und nur sehr, sehr kurze Einarbeitungszeiten hast. Das Gesamtproduktportfolio der Taster-Schnittstellen umfasst insgesamt 6 Varianten. Eine 2-fach-, 4-fach- und 8-fach-Variante, jeweils in den Ausführungen Standard und Komfort. Damit bietet Gira dir eine sehr flexible und preiswerte Schnittstelle zwischen herkömmlichen Kontakten und dem KNX Smart Home System. Für weitere Informationen schaut gerne auf unserer Website vorbei.